Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von der lieben Jana. Jana hat das Ganze am 13.12. eingesendet, damit ihr ungefähr einen Stand habt, wie lange es dauert, bis euer Zoo dann rankommt. Es gibt einige Leute, die haben vorher schon Zoo eingeschickt, allerdings haben die mir Franchise-Spielstände geschickt oder vergessen, die Datei mitzuschicken. Deswegen konnte ich dementsprechend die Zoos leider nicht bewerten. Aber ich muss sagen, bei dem Zoo ist mir leider schon ein kleines Missgeschick passiert. Nämlich habe ich den vorhin schon aufgenommen und besucht. Allerdings wurde mein Mikrofon nicht mit aufgenommen, weil es gab ein Windows-Update. Und Windows-Updates machen gerne mal ein paar Einstellungen kaputt. Und deswegen war das Mikrofon nicht mehr ausgewählt und. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden wir ihn trotzdem gleich nochmal besichtigen. Natürlich so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil ich ja die meisten Sachen schon kenne. Wird dadurch aber für euch wahrscheinlich nur etwas angenehmer beim Zuschauen dann werden. Die liebe Jana, die schreibt natürlich auch noch eine E-Mail dazu. Ich fasse die auch für euch so ein bisschen zusammen, weil sie ist ein bisschen länger. Sie schreibt nämlich: Hallo lieber Dandy, im Anhang sende ich dir mein Zoo, Zootropia. Inzwischen stecken um die 130 Stunden Spielzeit in den Zoo, ist aber bei weitem noch nicht fertig. Dann schreibt sie noch, sie hätte gerne weitergebaut, allerdings ist der Zoo schon sehr, sehr groß und komplex und sie hat leider zu wenig FPS und kann das Ganze nicht mehr ruckelfrei spielen. Ich habe das bei mir vorhin schon getestet. Ich habe um die 20 FPS. Ist natürlich auch nicht ideal, aber zum Besuchen reicht das noch völlig aus. Und dann hat sie noch eine sehr, sehr kluge Sache gemacht. Sie hat nämlich Workshop-Objekte, die sie benutzt hat, mit einem Schild versehen. Workshop hat sie einfach draufgeschrieben. So kann ich halt sehen, was aus dem Workshop kommt und was nicht. Also eine sehr gute Idee. Und dann schreibt sie zu guter Letzt noch ein paar Fakten über ihren Zoo. Der Zoo hat ca. 190 Tiere, die auf 26 Gehege und 3 Vivarien verteilt sind. Ich habe versucht, diese Tiere in Themengebiete unterzubringen, unter anderem Afrika, Ostasien, Neutral, Indien, Tropenschlucht und Bergland. Die letzten beiden Gebiete zählen noch zu den größten Baustellen. In den restlichen Bereichen kann man jedoch schon viel Liebe zum Detail erkennen. Ostasien, Afrika und der neutrale Bereich des Zoos sind lebhaft beleuchtet. Müssen wir auf jeden Fall dran denken. Habe ich im ersten Zoobesuch übrigens vergessen. Das heißt, die Beleuchtung wird für mich auch nochmal eine kleine Premiere sein, wenn ich dran denke, ne? Weil sowas vergesse ich gerne. Ich freue mich auf noch alle kommenden Videos von dir. Mit lieben Grüßen, Jana. Ja, Jana, vielen, vielen Dank. Und ich habe dein Zoo ja gerade schon besichtigt. Aber wir begeben uns natürlich, weil der Zoo so gut war, zum zweiten Mal jetzt in dein Zoo. Und da sind wir schon zum zweiten Mal im Zoo von Jana. Zootropia heißt das Ganze. Ich bin übrigens nicht in der Besucherperspektive, weil das habe ich beim ersten Mal auch so gemacht. Weil der Zoo ist wirklich sehr, sehr groß und ich würde mich mega verlaufen, wenn ich das Ganze nicht von oben so ein bisschen besichtige. Aber ich werde dann häufig mal so reinzoomen und das Ganze aus Besucherperspektive mir anschauen. Geht dann auch ein bisschen schneller und ja, ist, denke ich, dann für euch ein bisschen angenehmer zum Schauen. Das hier ist übrigens der Eingangsbereich. Finde ich, ist sehr, sehr schön geworden. Schöne Elemente hier eingebaut. Schöne Büsche, ein bisschen Wasser. Bisschen plätscherndes Wasser und dieses wunderschöne Logo hier. Das finde ich ganz toll. Schöner Eingangsbereich hier. Hat sie toll gestaltet mit der Sonne, mit dem Mond. Und dann hier der Text mit diesem Farbübergang sogar. Finde ich sehr gelungen. Gefällt mir. Richtig schön. So ein richtig schön einladender Eingangsbereich. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Natürlich Essen, Trinken, Toiletten. Das, was man halt in einem Eingangsbereich braucht. Just im Momento, was war das? Ach, das ist ein Giftshop. Okay, hier gibt es nochmal irgendwelche Souvenire. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Hier gibt es übrigens auch eine Asia Railroad, aber diese Strecke, die werden wir nicht fahren. Ach komm, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal von oben an. Strecke fährt halt hier einmal so quer durch. Ist sehr, sehr schnell und ja, kann man schwer folgen. Deswegen, werden wir das Ganze jetzt erstmal nicht machen. Was für mich so ein Highlight ist, ich gehe einfach mal direkt dahin. Diese Wolfsköpfe hier, die sind richtig cool aus den Felsen. Sieht schon nice aus, ne? Allgemein hier, der Berg hier ist auch riesig. Ah, da kommen wir gleich zu, Leute. Ich habe es, wie gesagt, vorhin schon alles gesehen. Deswegen wird das jetzt relativ schwierig für mich hier nochmal auf alles zu achten. Ich werde wahrscheinlich viele Dinge übersehen, aber dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller, ne? Ihr seht es ja auch alles selber so ein bisschen. Man kommt auf jeden Fall in den Zoo rein, dann geht es hier runter und dann kommt man hier als allererstes zu einem Bison-Gehege. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass Jana, dass du hier den Zaun so, oder den, wie nennt sich das nochmal, die Barriere, diese Gehegebegrenzung eingebaut hast in Felsen. Finde ich sehr, sehr schön. Und hier oben rechts im Hintergrund, guckt euch das an.
Also habe ich sehr häufig auch erwähnt beim ersten Mal besuchen. Diese Wolfsköpfe, die sieht man immer so im Hintergrund. Das sieht so nice aus. Das ist richtig, richtig cool. Ganz tolle Idee mit den Wolfsköpfen, dass die so wirklich immer im Hintergrund zu sehen sind. Finde ich richtig nice. Das Bisongehege an sich relativ schlicht gestaltet. Also es ist sehr, sehr flach, keine Höhenunterschiede. Vielleicht noch ein kleines Gewässer hätte dem Gehege gut getan. Aber ansonsten sieht sehr solide und vernünftig aus. Cooles Gehege, aber jetzt auch nicht mega krass besonders. Wir gehen als allererstes mal hier links lang. Sie hat auch wirklich hier viel Liebe zum Detail eingebaut. Das seht ihr allein schon hier an solchen Ecken. Gute Felsarbeit, gute Büsche. Das ist schon sehr nice. Und was sie auch oft gemacht hat, das werdet ihr noch häufiger sehen. Sie hat hier den Hauptweg und dann geht immer so ein Nebenweg ab und dort sind dann immer Besuchergalerien. Das hat sie auch den kompletten Zoo durchgezogen. Finde ich mega, mega cool. Eine ganz tolle Optik. Hier gibt es übrigens Galapagos-Schildkröten zu sehen. War das doch, ne? Genau, Galapagos-Riesenschildkröte gibt es hier zu sehen. Ja, auch ein solides Gehege, sage ich mal. Ne? Sieht ganz cool aus. Schöne Bepflanzung. Hier sieht es ein bisschen besser aus in dem Gehege als hier. Hier sieht ein bisschen kahl aus, das Gehege, muss ich sagen. Das hier ist ein bisschen schöner gestaltet. Und auch hier ein sehr schöner Unterstand. Da können sich die Tiere dann auch zurückziehen. Also da sind sie dann noch ungestört vor den Blicken von den Menschen. Das finde ich sehr, sehr gut. So, hier ist auch nochmal ein Unterschlupf. Ja, cooles Gehege. Gefällt mir. Und haben wir was übersehen? Nee. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nichts, weil ich das halt alles schon besichtigt habe. Und das so in meinem Hinterkopf dann schon so viel selbstverständlich ansehe. Aber schaut euch das mal an, die Liebe zum Detail. Hier geht es nämlich in den Afrika-Bereich. Und das ist richtig cool, wie das hier so in so eine Wüstenoptik übergeht. Richtig toll gemacht. Hier hat sie auch selber so einen Stand gebaut. Und ich finde auch die Optik hier richtig cool. Also sehr viel Liebe zum Detail. So, sorry, ich muss einen kurzen Cut hier setzen. Genau, hier ist ein wunderschöner, selbstgebauter Laden. Finde ich sehr schön. Der Eingangsbereich an sich allgemein richtig schön hier. Schöne Felsarbeit. Dann hier so ein paar Ranken, wo man dann durchgeht. Das sieht schon sehr cool aus. Und hier hat sie sogar so einen Weg benutzt. Den habe ich noch in keinem Zoo bis jetzt gesehen. Das ist auch richtig cool, aber finde ich sehr passend. Also passt wirklich gut zu dem Stil. Und dann zoomen wir mal raus. Hier ist dann sozusagen der nächste große Eingangsbereich und Platz in deinem Zoo. Das ist sozusagen der Afrika-Bereich. Ich finde die Kombination wirklich schön von diesem Weg, dann von diesen Wegen. Und in den Zwischenbereichen hast du so ein paar Pflanzen gemacht, dann hier so ein paar Bänke. Ach, richtig schön. Viel Liebe zum Detail. Auch das hier mit den Bänken sehr schön platziert vor diesem Gewässer. Das Gewässer an sich sieht auch cool aus. Du hast aber häufig bei Gewässern tatsächlich so gemacht, dass dir so ein paar Düsen rausschauen. Das habe ich ja schon häufig kritisiert. Aber ansonsten sieht das hier schon sehr gemütlich aus. Also ich würde mich hier auf jeden Fall hinsetzen und so ein bisschen die Ruhe genießen. Dieses tolle Gebäude, das haben wir auch schon mal gesehen in einem anderen Zoo, den wir besichtigt haben. Sieht mega cool aus, aber ist aus dem Workshop. Und hier seht ihr das erste Mal diese Schilder, die verwendet wurden. Da ist halt dann, wird mir halt gezeigt, dass es ein Workshop-Gebäude ist. Finde ich auf jeden Fall praktisch. Könnt ihr gerne öfter machen. So, hier sind auch so ein paar Läden. Ich glaube, die sind sogar Standard. Oder sind das die Standardläden? Ich weiß es gar nicht. So eine richtig schöne Sitzecke hier auch gebaut. Du hast ja auch echt rumgespielt mit den verschiedenen Wegfarben. Sieht schon cool aus. Wobei das halt so ein bisschen Africa-India-Style gemischt ist, ne? Aber es sieht schon irgendwie, sieht schon schön aus. Also muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlimm. Das hier ist auch ein Gebäude, was sehr cool aussieht. Ist aber auch aus dem Workshop, was du hier markiert. Dabei ist mir nur aufgefallen, dass die Säulen irgendwie teilweise ein bisschen verrutscht sind, oder? Die hier sieht nicht so ganz richtig platziert aus. Die hört sogar Musik. Daran hat die Jana nämlich auch gedacht. Hier vorne hängen Boxen. Richtig cool. So, Musik ist ja immer nice, wenn man so einen Zoo besucht. Und hier rechts ist wieder dieses mit der Galerie, was ich vorhin schon gesagt habe. Und so ein paar Gehege. Hier vorne ist auch ein Gehege. Ist jetzt auch nicht das spannendste Gehege, aber hier sind tolle Erdferkel drin. Erdferkel sind toll. Mag ich richtig gerne. Tolle Tiere. Sehen süß aus, oder? Oh. Okay, weiter geht's, Leute. Hier sind auf jeden Fall ein paar Erdferkelchen drin. Ist jetzt aber auch nicht das krasseste Gehege. Aber es kommen noch einige richtig coole Gehege. So, hier ist das wieder mit der Beobachtungsstation. Ich finde das mega cool, dass du das einmal quer durch den Park gezogen hast mit diesen Galerien. Und du hast auch immer dazwischen so verschiedene Deko gemacht. Hier hast du so tolle Elefantenstatuen hin platziert. Und hier sind natürlich auch Elefanten drin. So, den befreien wir mal. Wollen ja mal nicht so sein. Genau. Ja, das Gehege hier sieht auch noch relativ kahl und unfertig aus. Also hier so ein paar Klippen noch dran. Paar Büsche und sowas. Aber das wirst du vielleicht noch machen, falls du,
Ja gut, das leckt halt aber dir alles so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob du noch weiterbauen kannst. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Man muss nicht, auch nicht immer alles machen. Aber auch ein sehr interessanter Unterstand hier für die Elefanten. Form gefällt mir. Die ist halt so oval. Ich weiß nicht, ob hier noch geplant war, irgendwie was drauf zu machen an Pflanzen. Sieht so ein bisschen so aus, weil hier Erde ist, ne? Aber hier auch so ein Glasdach finde ich sehr cool. Ich habe mich aber gefragt, was das hier hinten ist. Ob das gewollt ist, dass hier offen ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, ob das gewollt ist oder vergessen wurde. Hier flackern auch so ein paar Sachen durch, aber das sind alles Kleinigkeiten. Hier sind auf jeden Fall süße African Elephants drin. Auch tolle Tiere. Wenn es mal ein bisschen ruckelt, seid bitte nicht böse. Liegt leider an den schlechten FPS hier, weil der Park schon so groß ist. Ich finde, das sieht aber richtig cool aus mit diesen Wegunterschieden. Und hier auch wieder das... Ah, das ist schon toll. Die Hauptwege so und dann geht es wieder ab. Und hier kann man dann wieder toll die Tiere beobachten. Auch hier an der Wand Details. Ah, genau, das war das Gehege hier. So, das ist nämlich hier ein Katalemuren-Gehege. Und hier muss ich sagen, das Gehege ist so richtig schön gestaltet. Das gefällt mir richtig, richtig gut von der Optik. Schaut euch das mal an. Also hier sieht man nämlich den Unterschied. Das sieht nicht ganz so kahl aus. Hier hast du Klippen und sowas am Gewässer gemacht. Hier hast du Höhenunterschiede gemacht. Das hattest du gerade beim Elefantengehege auch nicht. Hier hast du alles bepflanzt und so. Dieses Gehege ist wirklich schön. Das Katagehege. Richtig nice aus. Da sind die Lemuren. Die chillen da so ein bisschen. Hier auch wieder... Lol, wie das aussieht. Hier auch wieder mit so Klippen. Alles markiert. Hier so ein schöner Unterstand. Ja, das ist schon schön geworden, das Gehege. Auch sehr schön bepflanzt. Ach, das gefällt mir. Hier an der Wand auch überall diese Deko, das ist toll. Dann guckt euch das an. Also hier ist viel Liebe zum Detail drin. Sieht sogar hier fast so aus, als wäre das so ein Mexikaner mit so einem Sombrero oder wie das heißt. Das ist schon cool. Oh, hier hast du sogar so einen Brunnen. Das sind alles so Sachen, die sind mir nicht mal aufgefallen. Du hast hier sogar Wasser unten drin. Mega cool. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, richtig cool. So. Guckt euch das mal an, was hier für Details sind. Sehe ich jetzt auch gerade erst beim zweiten Mal in deinem Zoo besichtigen. Genau, dann geht es hier nochmal hoch. Von hier oben kann man dann auch nochmal die Elephants so ein bisschen besichtigen. Aber ihr seht schon den Unterschied, ne? Das Gehege hier vorne von den Katas ist schon sehr viel mehr gestaltet als hier. Also das ist noch relativ unfertig. Was ich auch nicht so schön finde, sind immer diese eckigen Zäune. Ich finde es immer schöner, wenn man Zäune abrundet. Ich meine, wenn man mal so eine Stelle hat, die man absichtlich eckig macht, dann ist es natürlich nicht verkehrt, aber an solchen ja, Stellen einfach immer abrunden die Zäune, finde ich immer ein bisschen schöner. So, hier ist nochmal so eine Bahnstation. Hier finde ich den Weg sehr, sehr interessant. Geht so mega steil hoch, dann wieder runter. Und, ach so, was mir auch aufgefallen ist, die Dinger fahren mega schnell. Ist quasi fast so wie eine Achterbahn, finde ich voll krass. So, wir gehen mal hier weiter. Hier ist es auch wieder gemacht, dass es hier diesen Weg dann vor diese Galerie führt. Und hier ist so ein kleines afrikanisches Mischgehege. Sieht aber auch noch sehr kahl aus, ne? Seht ihr schon? Ich glaube, hier soll auch mal Wasser rein. Also ich glaube, das ist noch sehr unfertig. Kaum Büsche, kaum Felsen und sowas. Drin haben wir hier Gazellen haben wir hier. Und einen afrikanischen Strauß. Ja, ist ein sehr großes Gehege, aber leider noch sehr unfertig und kahl. Wir gehen mal weiter. Hier ist das nächste Gehege. Haben wir hier. Hier sind die afrikanischen Löwen. Ah. Oh, was hast du hier denn alles? Alle Spielzeuge, glaube ich, ne? Zebras und so. Ja, die snacken hier auch gerade, die Löwen. Können sie mal machen. Aber bei den Löwen hast du zum Beispiel... Hier vorne ist es auch noch relativ kahl, aber hier hinten finde ich das mega cool. Also diese Stelle sieht sehr cool aus mit diesem Elefantengras, was glaube ich, ne? Ja, Elefantengras. Das finde ich immer sehr, sehr passend. Das passt richtig gut zu diesem Savannenfelsen, weil sich das richtig schön abhebt. Dann hast du hier eine richtig schöne Brücke gebaut. Und auch einen sehr interessanten Felsen hier. Das habe ich beim ersten Mal besichtigen auch schon gesehen. Ziemlich nice aus. So, und hier hinten wird es auch nochmal interessant. Das finde ich auch sehr cool. Hier geht es dann hoch für die Löwen. Hier hast du so eine, ja, quasi Mini-König der Löwen-Plattform gemacht, wo dann die Babys hochgehalten werden von dem Äffchen. Das ist, glaube ich, ein Mandrill, ne? In König der Löwen. Ich weiß es gar nicht. Hier auch einen sehr schönen Unterstand mit diesen Baumstämmen. Finde ich cool. Hier geht es nochmal rein wie so eine... Hier nochmal so eine kleine Höhle. Also das ist schon ein cooler Felsen hier. Und auch die Ecke hier ist sehr, sehr cool gestaltet. Fällt mir. Die können auch hier hochspringen und hier hoch noch laufen. Hier ist nochmal ein Unterstand. Hier geht es nochmal tief in die Höhle rein. Also das ist schon sehr interessant gemacht. Wäre natürlich cool, wenn man hier nochmal irgendwie eine Viewing Area oder sowas hätte. Dass man diesen Bereich nochmal irgendwie genauer betrachten kann, weil ich den einfach sehr interessant finde.
So, gehen wir weiter zurück. Und dann haben wir hier auf der rechten schon das nächste Gehege. Das ist, glaube ich, Flachlandgorilla gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Flachlandgorilla. Haben wir ein Baby. Uga, uga. Meine Artgenossen. So, haben wir auch noch mal einen Silberrücken irgendwo? Finde ich ja mal beeindruckend, ne? Der chillt hier gerade. Boah, das ist jetzt aber frech. Der schläft hier und jetzt erstmal hier Wache machen, oder was? Er macht wirklich Session für uns. Wow, der spielt besser als ich. Aber ihn juckt das gar nicht. Er wacht nicht auf. Ja, cool. Ja, Flachlandgorilla, auch coole Tiere. Und ein sehr, sehr interessantes Gehege, wie ich finde. Also man sieht, dass du hier außen, also die Idee ist cool. Du hast hier Wege lang geführt. Und dann hast du einmal so eine natürliche Begrenzung mit Wasser. Hier hast du dann das Gelände auch nochmal so angehoben und so sehr interessant gestaltet. Aber hier müssen natürlich auch noch Felsen und so hin. Ich finde allgemein, dass wenn man so ein Gelände hat, das muss man immer mit Fels so ein bisschen kombinieren, damit das Ganze ein bisschen spannender aussieht. Aber das hier ist für mich ein absolutes Highlight. Dieser große Baum hier, der ist auch selber gebaut aus mehreren Bäumen. Ist schon wirklich interessant. Der sieht schon wirklich, wirklich cool aus, muss ich sagen. Guck ich den mal an. Sieht auch so aus, als wenn die Rinde hier unten so ein bisschen abhält. Ein richtig alter, verworrener Baum, das ganze Geäst hier. Dann die Lianen, die hier langführen. Hier können die nochmal oben drauf, da können sie gut beobachtet werden. Dann hier sind auch nochmal so Highlights, so Details. Solche kleinen Treppendinger. Hier geht es nochmal mit so einer Hangelbrücke hoch. Oh, das ist schon cool. Also dieser Baum gefällt mir richtig, richtig gut. Der ist cool. Hier sind dann nochmal so ein paar kleine Dekosachen. Unterstand, ein paar Felsen. Ist schon cool. Also das Gehege kann mal richtig nice werden, wenn du das noch ein bisschen mehr ausschmückst. Die Idee ist mega cool mit diesem, ja, quasi kaputten großen Baum. Und auch hier wieder so ein schöner Essensplatz. Schön die Wegkombination hier auch wieder gemacht. Gefällt mir sehr gut. Hier ist nochmal so eine kleine Fressmeile. Hier finde ich es auch cool. Den Eingang finde ich cool. Den hast du so seitlich gemacht. Dann da sind die Toiletten versteckt. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich dieses Toilettengebäude optisch nicht mag. Du hast das hier sehr schön gelöst, dass du es sozusagen in diesem Gebäude versteckt hast, so ein bisschen. Finde ich richtig cool. So, wir gehen als allererstes mal hier lang. Hier ist auch nochmal so eine kleine Essence-Area gebaut. So. Hier geht's nämlich nochmal zu einem weiteren Ein- bzw. Ausgang, ich weiß es nicht. Hier ist nochmal das Logo, Zootropia. Und dann sieht man hier auch nochmal schöne Deko. Und ich dachte erst, es wäre ein Haus mit Gehegen, aber das ist eigentlich nochmal so ein optischer Ein- bzw. Ausgang. Ich weiß gar nicht, ist der auch funktional? Weil hier sind ja auch diese Boden-Teleport-Dinger. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass der funktioniert. Finde ich aber eine coole Idee, dass du sowas eingebaut hast. Nicht schlecht. Da war noch irgendwas geplant, da bist du aber noch nicht zugekommen. Und dann geht's hier vorne weiter, durch so einen schönen Unterstand zum nächsten Gehege. Da haben wir... Zebras ist falsch. Hier sind nämlich Giraffen drin. Zebras sind auf der anderen Seite, glaube ich. So, hier sind Giraffes. Giraffen auch tolle Tiere. Aber das Gehege ist auch noch sehr unfertig, wie ihr seht. Einfach so ein fertiger Unterstand. Ja, das hier ist das einzige Interessante an dem Gehege, jetzt für uns gerade. So, und hier sind nämlich die Zebras. So, auch noch sehr unfertig, das Gehege. Aber ist schon sehr cool. Also, dein Zoo geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Fällt mir auf jeden Fall. Ich schau gerade mal, habe ich was vergessen? Nee, wir können eigentlich mal eben hier hinten dann weitergehen. Hier geht es nämlich noch lang. Oha, hier sind nochmal so ein paar Fressmeilen. Auch sehr schön hier gemacht mit diesen Sitzecken. Das habe ich beim ersten Mal besichtigen gar nicht gesehen. Ach, das sind Mitarbeitergebäude, aber sehr cool gemacht, ja. Hier hinten ist nochmal so eine kleine, für die Besucher, so eine Fressmeile. Ja, das sieht schon schön aus. Und hier ist natürlich nochmal ein wunderschöner Palast. Das ist auch ein richtig cooles Gehege, werdet ihr gleich sehen. Kommt aber auch aus dem Workshop, ist auch markiert. Ich weiß nur gerade nicht. Ach, da ist das Schild. Hier, Tempel Workshop. Genau, das ist einfach so ein schöner Tempel. Das ist übrigens ein Gehege hier, Leute. Das heißt, man kann hier stehen... Und hier sind Ganges Gavial drin. Das sind ja diese Krokodile oder Alligatoren, ich weiß es gar nicht. Und die kann man hier schon beobachten. Die können quasi hier schon rausschwimmen. Ist das nicht eine coole Idee? Und dann kann man hier an der Seite zum Beispiel reingehen in den Tempel. Und dann kann man von hier die auch nochmal beobachten von innen. Das ist schon awesome, ne? Sieht schon cool aus. Ja, die Leute im Workshop, die haben schon coole Ideen. Und hier ist dann nochmal so ein Außenbereich. Hier sind die auch gerade alle am Chillen, leider. Die fressen hier gerade Kürbis.
wirklich mit Blut oder sowas gefüllt. Ist schon cool, ne? Also die Idee ist nice, dass man da so von außen hier vorne gucken kann, dann innen drin hat man hier nochmal ein Außengehege. Ist schon richtig cool. So, dann gehen wir mal hier hinten weiter. Was haben wir hier noch? Das beim letzten Mal überhaupt gesehen, ich weiß es gar nicht. Der Zoo ist halt wirklich sehr, sehr groß. Okay. Auch eine sehr schöne Tafel, die du hier gebaut hast. Auch mit Lampen und alles, Lautsprecher. Kann auch aus dem Workshop sein, ich weiß nicht, sieht aber cool aus. Was haben wir denn hier? Wie heißen die denn nochmal? Ach ja, Niala haben wir hier. Können wir uns auch nochmal angucken. Sehr schöne Tiere, ne? Also wirklich tolle Färbung, süße Tiere. Auch ein sehr großes Gehege, aber auch noch sehr unfertig, das Gehege. Wenig gestaltet, wenig Deko und so. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich finde aber das cool, dass du hier oben so eine große, coole Aussichtsplattform geplant hast. So, und dann geht es hier hinten weiter. Und dann sieht man hier schon so einen krassen Berg. Auch sehr, sehr interessante Berggestaltung hier. Ich weiß gar nicht, mit welchem Tool man das macht, dass man die Berge so aussehen lässt. Aber ich finde, das ist wirklich eine gute Grundlage, wenn man die Berge so macht. Ja, da was Schönes draus zu bauen. Hier ist auch so ein kaputter Ruintempel drauf. Ja, so eine kaputte Ruine. Coole Idee. Du hast halt auch wirklich so Hintergrundsachen eingebaut, die man einfach nur im Hintergrund sieht. Finde ich mega nice. Sowas ist echt viel Arbeit. So, wir gehen mal weiter zurück hier, Leute. Haben wir hier schon? Ach nee, hier waren wir auch noch nicht. Hier ist nochmal so ein kleiner Fressbereich. Gebäude-Workshop. Also ich gehe mal davon aus, dass alle Gebäude aus dem Workshop kommen. Auch nochmal ein sehr schönes Gebäude hier. Ja, auch das hier sehr schön. Ist vielleicht nicht ganz so passend hier, oder? Afrika? Aber hier unten schon. Bison ist aber nicht so Afrika-mäßig, ne? Und diese Blätter auch, glaube ich, nicht. Aber macht nichts. Info. Das sieht schon alles cool aus. Ich wusste gar nicht, dass man... Ach ja, das ist ja dieses Lehm, ne? Das kann man einfärben, das ist cool. Auch hier schöne Bepflanzung, schön viele Deko-Elemente. Hier sieht man da sogar nochmal das Flachland-Gorilla-Gehege. Hier chillen sie gerade. Guck mal, von hier kann man sogar richtig in den Schlafplatz gucken. Mega nice. So. Und dann kommt man hier zurück. Hier ist sozusagen der... Ist das hier schon? Ah ne, ich weiß es gerade nicht. Hier sind nochmal Geparden. Die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Kann man auch mega nah beobachten. Hier hätte ich voll Angst. Weiß auch gar nicht, ob das geht. Dass sie hier rüberspringen. Stellt euch mal vor, ihr steht hier. Ich hätte richtig Angst. Uff. Schwierig, schwierig. Aber hier chillen auf jeden Fall ein paar Geparden. Die haben auch ein sehr großes Gehege. Brauchen die auch, weil ich glaube, die brauchen viel Auslauf. Aber das Gehege ist natürlich... Also die Idee ist wieder cool hier mit dem Wasser und so natürliche Barriere. Aber natürlich hier auch noch nicht fertig ausgeschmückt, das Ganze. Und ich finde auch, dass es noch sehr grün ist. Also so Afrika-mäßig ist für mich immer ein bisschen mehr Sand und sowas. Aber Geparden sind coole Tiere. Ich glaube, das sind hier sogar gerade Junge, oder? Tatsächlich. Oh. Schaut mal. Geparden-Babys. Niedlich. So, haben wir uns verlaufen? Ich weiß nicht. Nee, bei dem Gehege waren wir schon. Es ist halt wirklich groß. Ach stimmt, hier oben waren wir gerade auch schon drauf. Von hier oben kann man sogar nochmal auf das Gepardengehege schauen. Hier hatten wir gerade schon runtergeschaut auf die Elefanten. Dann geht es hier noch weiter. Hier sind nochmal so eine schöne Ecke für die Besucher. Das ist schon alles sehr nice, ne? Vor allem überall andere Gebäudestile. Das finde ich mega nice. Du hast halt nirgendwo das gleiche gemacht. Immer dir Mühe gegeben wieder und was Neues gebaut. Richtig cool. So, hier links ist auch nochmal so ein bisschen Seerosen, so ein schöner Fluss. Dekoriert. Und hier wäre dann sozusagen der Ausgang, beziehungsweise zweiter Eingang in den Afrika-Bereich. Den haben wir nämlich jetzt abgehakt. Wir sind quasi jetzt... Ja genau, wir sind hier reingekommen in den Zoo. Und dann hier links. Und den ganzen Bereich hier haben wir gerade besichtigt. Das heißt, wir würden jetzt einfach mal wieder hierhin zurückgehen, wo wir vorhin abgebogen sind. Genau, wir sind hier vorhin eingebogen. Erinnert euch sicher noch. Und ja, wir schauen uns jetzt erstmal den Eingangsbereich ein bisschen genauer an. Der ist nämlich, also wir sind ja hier rausgekommen und das ist dann hier so ein ja, abgerundeter Platz mit ein paar Gehegen rum. Finde ich ganz cool, die Idee. Gehen jetzt hier mal rum. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Tapire. Auch ein schönes Gehege hier mit ein paar Felsen, ein paar Bäumen, ein paar Baumstämmen. Schön gestaltet. Und hier chillen so ein bisschen die Tapire. Hier ein schöner Unterschlupf. Also echt cool, dass du immer wieder verschiedene Baustile benutzt hast und...
Ja, du hast eigentlich fast nie was kopiert oder so. Also es ist schon viel Arbeit gewesen. Boah, hier staunen sich schon die Züge. Ja, auch hier hast du wieder dann so eine kleine Viewing Area nochmal gemacht, extra für die Besucher. Auch viel Liebe zum Detail, viele Blumen, viele Felsen, Baumstämme. Hier mal ein kleines Gewässer. Also da ist schon viel Arbeit reingeflossen. Hier auch schon wieder ein anderes Gebäude. Das ist sogar eine Toilette. Guck mal, in dem Stil sieht das sogar gut aus hier mit den Toilettendingern, muss ich sagen. Nicht schlecht. Guck ein bisschen der Rasen durch, aber das ist nicht schlimm. Hier haben wir auch nochmal Food und Soda. Dann sind wir eigentlich schon einmal rum, ne? Genau, hier sind die Bisons, die haben wir vorhin schon gesehen. Und hier vorne geht es dann schon direkt in den Asia-Bereich. Kann man ja auch unschwer erkennen. Und den finde ich wirklich schön gemacht, den Eingang. Guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Hier diese Säulen mit den ganzen Laternen. Dann hier diese Felsen. Du hast sogar hier Felsvariationen hingemacht. Du hast hier verschiedene Felsen gemacht. Sieht sehr schön aus. Dann diese Blumen, die mag ich eh gerne. Der Baum hier ist super platziert. Das sieht schon wundervoll aus. Und hier geht es dann hoch in den Asia-Bereich. Sieht toll aus, oder? Hier schöne Felsarbeit gemacht. Sieht auch sehr cool aus, wie du die Felsen hier so aufeinander gelegt hast, finde ich. Gefällt mir. Einzige Felsen, der mir vorhin aufgefallen ist, das ist dieser hier. Der schwebt so ein bisschen unrealistisch, aber ansonsten ist es cool. Hier sieht man leider wieder ein bisschen die Düse und der Wasserfall ist jetzt auch nicht. Die kann man, glaube ich, noch schöner machen mit so ein paar mehr Felsen und so. Da kann man sicher noch was rausholen. Hier schweben ein paar Sachen und sowas. Hier auch. Das ist, ja, alles halb so wild. Das passiert halt beim Bauen. Nicht so schlimm. Hier vorne haben wir übrigens auch irgendein Tier. Die Frage ist nur, welches. Da ist es. So, schauen wir mal. Das ist das chinesische Schuppentier. Auch ein sehr süßes Wesen. Buddelt da gerade im Schlamm mit seinen Buddelklauen. Soll's mal machen. So, hier ist doch auch so ein schöner Asia-Unterstand. Achso, was ich noch anmerken kann auf jeden Fall. Du hast auch viele Gebäude, wie zum Beispiel das hier im Hintergrund platziert. Das sind dann so Mitarbeitergebäude und so. Das ist nicht nur für die Besucher interessant. Aber dadurch, dass die immer im Hintergrund so zu sehen sind, ist die Optik einfach richtig schön. Also es sieht nie irgendwie so unfertig aus. Wenn ihr mal guckt, sieht schon sehr cool aus hier, ne? Mit diesen Gebäuden im Hintergrund und so. Es ist schon toll gemacht. Es ist wirklich toll gemacht. So, genau. Hier geht es dann rein. Hier ist nochmal so eine schöne Glocke. So ein paar, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sind das nicht diese Drachen? Hm. Hier sieht man auch Beleuchtung. Müssen wir unbedingt dran denken, dass wir uns später noch anschauen. So, hier sind auch ein paar Schilder. Achso, falls ihr einen großen Zoo baut, ich kann euch nur empfehlen, macht das so wie in dem letzten Zoo, vorletzten Zoo, ich weiß es gar nicht mehr. Schildert mir einfach so einen Rundweg aus, dann ist das alles ein bisschen leichter. Ist auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen beschildert. Hier geht es zur kleinen Aussicht. Können die Besucher nochmal ein bisschen chillen. Guckt euch die Liebe zum Detail an, ist das nicht toll? Hier geht es dann nochmal rund. Hier ist auch ein Baum in der Mitte. Da kann man dann auf das Gehege hier schauen. Von den Schildkröten. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon besichtigt? Das Problem ist halt, ich komme gerade ein bisschen durcheinander mit der ersten Besichtigung, wenn ich ehrlich bin. Hier sind auf jeden Fall auch nochmal Schildkröten drin, falls wir es nicht besichtigt haben. Aldabra-Schildkröten sind das. Nicht die Galapagos, die haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Hier sieht man nochmal diese Düsen. Ja, ist, den Wasserfall kann man auf jeden Fall noch ein bisschen schicker machen. Ich glaube, das Ganze kommt sogar aus einem Workshop. Genau. Ich denke mal, das ganze Gehege ist aus einem Workshop, weil es steht hier so. Das mit dem Unterstand ist cool, aber der Wasserfall, den muss man auf jeden Fall nochmal ein bisschen überarbeiten, denke ich. Gerade das mit den Düsen ist nicht so schön. Wir gehen wieder zurück. Aber hier sieht man das nochmal. Also ich finde das richtig cool, dass du hier verschiedene Felsfarben benutzt hast. Das sieht toll aus. Und hier auch die Bäume, die roten. Ach, herrlich. So. Jetzt sehen wir nochmal. Das hast du, glaube ich, selber gebaut vom Stil her. Schönes Gebäude. Gefällt mir. Jetzt kommen wir hier nochmal in so einen Mitarbeiterbereich. Und dieser Gebäudestil, der ist auch super schön. Kommt allerdings aus einem Workshop, glaube ich. Problem an so einem Gebäudestil ist, ne? Der sieht zwar nice aus, wenn ihr euch den anguckt, aber der frisst ungemein Teile. Schaut euch das mal an. 1028 Teile ohne das Dach. Das Dach ist auch nochmal 165. Und ja, auf Dauer, wenn du davon mehrere Gebäude platzierst, das frisst natürlich die FPS im Park, ne? Sieht zwar schön aus, dieser Gebäudestil, aber der frisst natürlich ohne Ende. Und ich glaube, das hier hast du selber gebaut. Das sieht meiner Meinung nach auch mega schön aus und hat wahrscheinlich viel weniger Objekte. Schaut mal, 60 Objekte nur stattdessen. Ist zwar nicht so krass wie das hier, aber es ist natürlich viel, ja, performancefreundlicher. Naja, so ist das halt. Ja, diese ganzen Workshop-Objekte sind schon cool, aber wenn man einen großen Zoo baut, sind die, glaube ich, echt ungeeignet. Oh, guckt euch das an. Hier sind überall so kleine Details.
Also da steckt echt viel Liebe zum Detail drin. Hier haben wir wieder das, was wir vorhin schon häufiger gesehen haben. Denn in der Mitte hier die Deko mit den Pandas. Das sieht schon schön aus. Und natürlich, was sollte hier sonst drin sein? Hier sind natürlich Pandas drin. Pandas auch tolle Tiere. Sehr, sehr süß, aber ich glaube sehr gefährlich. Wobei die, glaube ich, keine Fleischfresser sind. Aber Zähne und Klauen haben die trotzdem. Mit denen sollte man, glaube ich, nicht spaßen. Wäre, glaube ich, genauso wie mit Koalas, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ihr wisst das sicherlich. Viele kennen ja diese Bilder von den Koalas, wo die dann auf dem Arm sind. Und oh, süß, süß. Aber ich habe mal gehört, dass die Koala-Bären unter Drogen gesetzt werden, damit die so auf den Arm genommen werden können und so. Weil die ansonsten gar keinen Bock darauf hätten und wahrscheinlich aggressiv wären oder so. Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch hier so eine schöne Klettermöglichkeit gebaut. Ich finde die Kombination schön mit Klippen und diesen Baumstämmen. Hier oben nochmal so ein Ziel, dass es sich auch lohnt, da hochzugehen. Das ist schon cool. Und hier auch wieder ganz toller Gebäudestil als Unterstand. Schaut euch das mal an. Ist der nicht schön? Sowas sieht immer echt nice aus, aber es frisst halt ungemein Teile. Das ist leider so. Ich mache das ja auch immer zu gerne. Wenn ich baue, dann baue ich wirklich aus Einzelteilen gerne, so wie hier die ganzen Dächer und so. Aber das ist performance-technisch wirklich immer nicht so klug. Sieht aber schon schön aus hier. Wasser, dann diese bunten Bäume, diese Gebäude, die passen hier sehr gut rein. Auch die Farbe, ich finde die Farbkombination cool. Dieses leicht beige-weiße und dieses Holz. Das ist schon toll. Schönes Gehege, definitiv. Ganz, ganz tolles Gehege. Hier seht ihr das, was ich vorhin meinte. Im Hintergrund wieder diese ganzen Gebäude. Die helfen ungemein, diese Asia-Optik halt zu vermitteln. So, hier ist auch richtig cool. Hier kann man nämlich hochgehen und von hier oben eine wunderschöne Sicht auf dieses Gehege. Sie jetzt nochmal vom Weiten sehen könnt. Oh mein Gott, ist das nice. Hier der Wasserfall, die ganzen Klippen, dann hier diese Wölfe und der Hintergrund, der Berg. Oh, das sieht so nice aus. Hier Boote und sowas, hier sind so viele Details. Ah, oh, ist das nicht schön. Hier drin sind übrigens Leisten-Crocodiles. Chillen sie gerade im Wasser. So, das blenden wir mal aus. Ja, hier sind sie auch ein bisschen am Land. Das ist schon ein sehr schönes Gehege. Hier können die auch nochmal in so einen Unterstand gehen, der auch sehr schön aussieht, finde ich, mit den Holzstämmen und so. Und was hier auch nochmal ein Highlight ist, man kann hier hochgehen, von oben gucken und man kann runtergehen und hat dann nochmal so eine Unterwasser-Viewing-Area. Hier kann man die dann nochmal sehen, die Tiere. Das ist nicht cool. Also richtig coole Idee. Man kann oben gucken und unten gucken. Hier dazwischen ist dann nochmal so ein bisschen gestaltet. Hier ist dann nochmal so eine kleine Fressecke für die Besucher. Auch wunderschön mit diesen ganzen bunten Bäumen. Das mag ich sowieso sehr gerne. Ich liebe ja diese bunten Bäume. Sieht schon toll aus, ne? Aber frisst ungemein Teile, dieses Dach. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Da ist dieses hier. Dieser Baustil sieht auch super nice aus, finde ich. Und der frisst viel weniger Teile. Der ist wahrscheinlich für so einen großen Zoo dann eher geeignet. Aber dadurch, dass hier so viele asiatische Gebäude stehen im Hintergrund, wirkt das Ganze einfach richtig schön, ne? Es wird schon nice. Es ist sehr cool. So. Wir gehen weiter. Auch wieder ganz viel bepflanzt. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Beim ersten Mal besuchen. Das sind Bärentatzen. Schaut mal. Boah, ist das nice. Sehr viel Liebe zum Detail. Hier, der Weg ist ein bisschen uneben. Da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, ja, dass es sehr schade ist, dass man im Nachhinein nicht überglätten kann. Man müsste halt den ganzen Weg hier entfernen, überglätten und den Weg wieder neu bauen. Ist halt sehr umständlich. Ist einfach sehr mega schön hier, ne? Überall diese Statuen und überall irgendwelche Sachen. Hier ist auch überall noch Beleuchtung. Das müssen wir unbedingt uns angucken noch am Ende. Oh. Wundervoll. Wirklich wundervoll mit diesen ganzen bunten Bäumen. Geht's dann zum nächsten Gehege. Was haben wir hier? Ach ja, hier war der taiwanische Schwarzbär. Oh, da kommt sogar gerade das Baby. Ein Minibär. Hallo. Der snackt sich jetzt erstmal ein bisschen Drink oder was. Kann gerade irgendwie die Kamera nicht wechseln. Ist auch egal. Wir wollen weiter, Leute. Also auch ein sehr schönes Gehege. Was hier bei dem Gehege mir aufgefallen ist, es ist mega groß. Beim letzten Mal besichtigen habe ich gar keine Tiere gesehen, als ich hier vorstand. Es ist einfach richtig groß. Sie können hier überall hochklettern. Hier unten geht es in Höhlen rein. Ist schon sehr schön gestaltet, ne? Hier ist der Wasserfall nochmal. Der soll, glaube ich, von hier oben runterfließen, aber hier ist das irgendwie nicht ganz fertig. Also ich glaube, hier geht der Ursprung des Wassers los, soll hier runterfließen und dann hier letztendlich runterfließen.
Die Wasserfälle, die können auf jeden Fall noch ein bisschen schöner gestaltet werden. Hier sieht man halt auch diese Sprühdinger und so. Aber diese Felsarbeit finde ich auch wieder sehr schön hier. Sieht cool aus. Gefällt mir. So, Bäumchens. Ja, hier auch wieder cooles Gebäude, ne? Ganzen Details, aber 500 Objekte für so ein kleines Gebäude. Hm, ist es das wert? Ja, dieser Stil sieht mega cool aus. 1000 Gebäude. Oh mein Gott. Da gehen halt Teile drauf, ne? Also wenn man wirklich so einen großen Zoo baut, ist es nicht so praktisch. Aber es sieht cool aus. Es sieht wirklich cool aus. Kann man nicht anders sagen. So, weiter geht's. Geht's hier nach oben. Holzweg. So, dann haben wir hier zur Linken. Das ist mit meinem Lieblingsgehege gewesen in dem Zoo. Richtig schön, oder? Lasst es einfach mal auf euch wirken. Schnee, Wasser, Höhenunterschiede, umgefallene Bäume. Sieht einfach wundervoll aus. Schöne Felsarbeit. Übrigens ein Wolfsgehege. Und das für Wölfe? Ganz normale Wölfe, okay. Beim ersten Mal besichtigen hat sich hier ein Tiger rein verirrt. Fand ich sehr, sehr witzig. Weil die Tiger, die können wohl ausbrechen hier aus dem... Oh. Aus dem Zoo seht ihr ja schon. Die machen ja schon, was sie wollen, die Tiger. Also das Tigergehege scheint wohl nicht sicher zu sein. Beim letzten Mal war halt im Wolfsgehege einer drin. Der scheint wohl auch Hunger gehabt zu haben. Wollte sich mal eben einen Wolf snacken. Ja, sieht aber wirklich schön aus hier, ne? Schöne Felsarbeit, schön bepflanzt. Hier oben geht es nochmal in eine tiefe Höhle rein. Die können sogar noch hier oben rumgehen, die ganzen Tiere. Ist halt ein riesiger Berg. Und die können hier hinten durch die Höhle nochmal rausgehen, Leute. Geht das an? Das ist doch cool, oder? Hier ist dann nochmal so ein Spielzeug. Das heißt, hier könnt ihr sogar nochmal oben rauf. Richtig cooles Gehege. Also, das ist bis jetzt mein Favorite. Und das war, glaube ich, auch bis Ende mein Favorite. Ich glaube, noch ein geileres Gehege kommt nicht. Aber ist auch schwer zu toppen. So, oh. Alles klar. So, wer will den Zoo besuchen? Alter Schwede, das ist der groß. Guck mal, der Mülleimer dagegen. Junge, wie schwer werden die Dinger? Schauen wir jetzt nach. Okay, 235 Kilo. Uff, ja, ich will von dem nicht zerfleischt werden. So, hier ist ein kleiner Panda-Gehege. Sieht auch leider noch sehr kahl und unfertig aus. Ja, hier am Rand nicht, aber so teilweise. Aber es ist eine sehr coole Idee hier mit dem... Mit dem Gelände. Finde ich mega nice. Die können ja auch überall zwischendrin hochklettern. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn dieses Gelände nicht mit Felsen und Klippen kombiniert ist. Dann sieht das immer sehr unfertig und rohbaumäßig noch aus. Aber die Idee finde ich halt cool. Man sieht immer schon die Ideen dadurch. Auch süße Tierchen. Die Idee finde ich mega cool mit diesen, ja, so ein kombinierter Berg mit ganz viel Klettermöglichkeiten und so Löchern, wo die dann rausklettern können. Und ein absolutes Highlight von diesem Gehege ist noch, kann ich euch zeigen, die Pandas, die Kleinen, die können hier sozusagen runterklettern. Hier ist sogar gerade einer, seht ihr? Hier, und dann können die hier so ein bisschen rumtüdeln. Hier können die was trinken und so. Und man kann dann sozusagen nochmal von hier unten kann man dann nochmal die Pandas beobachten. Obwohl das Gehege hier oben ist. Das finde ich mega coole Idee. Habe ich auf jeden Fall gefeiert. So. Okay, hier war das Wolfsgehege, hier das Panda-Gehege. Hier geht dann nochmal so ein anderes Gehege ab. Das ist allerdings eins aus dem Workshop. Jetzt kann ich mal, was waren denn hier für Tiere drin? Hier sind auch nochmal Wölfe drin, glaube ich, ne? Mal. Ach nee, ich weiß es wieder. Hier sind Schneeleoparden drin. Da laufen sie, auch sehr süße Tiere. Und schnell unterwegs, wie ihr seht. Oh, die haben so einen süßen, plüschigen Schwanz. Finde ich übrigens völlig in Ordnung, wenn man, ja, solche Workshop-Gehege mal ab und zu benutzt. Finde ich nicht schlimm. Aber es ist ein tolles Gehege. Kann man nicht anders sagen. Alter. Der ist ja richtig agil. Habt ihr gesehen, wie schnell der da hochgesprungen ist? Oh, coole Tiere. Blättert er wieder runter. Oh, ist auf jeden Fall sehr nice. Gefällt mir. Tolles Gehege. So. Hier war das Panda-Gehege. Wir gehen mal jetzt hier hoch. Aber ihr seht schon, ne? Wenn ich jetzt nicht in der Außenperspektive wäre, hätte ich mich schon 100 Mal verlaufen. Das ist auch richtig cool hier. Und auch so selbstgebaute Gebäude. Nochmal so ein schöner Platz.
auch hier so abgesteckt mit diesen Dingern. Und das finde ich auch cool, dass du hier so ein Haus gebaut hast und das richtig realistisch mit so Stützen abgestützt hast. Ganz toll. Nochmal so eine Ausgucksplattform, von wo man den ganzen Zoo sehen kann. Natürlich muss hier eigentlich noch ein Geländer hin, ne? Stellt euch mal vor, ihr steht hier und fallt hier runter. Oh, sorry für die Kamera. Vorsicht, Abgrund steht hier auch, okay. Ist schon krass, ne? Coole Idee, dass man den gesamten Zoo sehen kann. So, wo waren wir gerade? Genau, hier unten kann man das kleine Panda-Ding dann nochmal angucken. Die Glocke läutet, weil hier die Tiger frei sind. Hier ist auch nochmal ein schönes Gehege. Ich glaube, das ist das Tigergehege. Eigentlich gewesen. Hier kann man dann auch am Rand lang gehen. Das sieht auch mega nice aus hier, ne? Schaut mal hier den Wasserfall, wie das hier bepflanzt ist. Sieht schon cool aus. Hier ist dann eine Höhle, die ganzen Lianen und so. Das sieht schon cool aus, ne? Aber auch hier das Gehege noch relativ unfertig. Also hier auf dieser Seite fehlen halt noch viele Sachen. Das hier sieht schon mega nice aus. Aber dafür ist das hier noch ein bisschen kahl. Aber das ist halt immer mega viel Arbeit. Wenn man wirklich so ein großes Gehege baut und das so gestalten will, wie das hier im Hintergrund alles ist, dann sitzt man da wirklich ewig dran. Aber hier ist wirklich ein schöner Wasserverlauf zustande gekommen. Also ein paar Dinger sieht man leider immer noch, aber das ist nicht so schlimm. Sieht cool aus, das fließt hier halt so klein runter. Das ist ein schöner Wasserverlauf, gefällt mir. Ja, gefällt mir sehr. So, wir gehen weiter. Hier geht's dann runter. Und dann geht's hier wieder zu der nächsten Wegfarbe. So ein bisschen indisch. Ich wusste übrigens gar nicht, dass man diese Barrieren einfärben kann. Fand ich auch sehr interessant. Ich finde das mega cool, dass du wirklich... Du hast so dein, ja, wie du das gebaut hast, beibehalten immer, der Hauptweg, und dann geht so ein Dingsweg ab. Aber du hast halt immer andere Wegfarben und Deko-Elemente genommen. Das sieht mega cool aus. Das ist jetzt hier so ein bisschen in Richtung Indien. Auch hier diese Säulen richtig schön. Und hier haben wir, glaube ich, ein, genau, ein Elefantengehege, ein indisches Elefantengehege. Da haben wir durchs Wasser durchduschen. Und da chillen sie dann. Ja, die afrikanischen Elefanten finde ich ein bisschen cooler als die indischen. Aber ist schon schön, ne? Es ist schon schön. So, hier zur Rechten haben wir auch nochmal was Besonderes. Hier geht es nämlich in ein begehbares Gehege. Da haben wir, finde ich auch eine coole Idee. Du kannst hier rumgehen, wirst erstmal geduscht so. Ich meine, wenn es heiß ist in so einem Freizeitpark, ist das sehr angenehm. Kenne ich nur selber, als ich letztes Mal im Heidepark war. Da war das auch sehr angenehm, da mal eine kleine Dusche zu kriegen. Schon schön, ne? In der Mitte hast du so einen kleinen Mittelpunkt da gebaut, so einen indischen Tempel. Und hier ist nochmal ein großes Gewässer mit ganz vielen Seerosen und ganz vielen Flamingos, die ein bisschen planschen. Ach, schön. Gefällt mir. Cool, dann geht's hier nochmal rum. Da hinten geht's auch nochmal hin. Ist auch ein sehr großes Gehege. Und hier kann man dann wieder rausgehen. Tada. Hier auch viel Liebe zum Detail. Hier geht's dann wieder zu dieser Bahn, die wir heute nicht mehr fahren werden. Das ist jetzt alles so ein bisschen Indian-Style. Oh, hier kann man sogar hochgehen. Das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Hier ist so echt viele Läden und sowas gemacht. Auch ein riesengroßer Plaza quasi. So ein riesengroßer Platz. Alle Läden in verschiedenen Baustilen. Sieht schon cool aus. Ich glaube, gerade im indischen Style ist das immer sehr gut, wenn man verschiedene Baustile nimmt. Weil die halt sowieso alles so ein bisschen zusammenschustern und basteln, wie sie gerade Lust haben. Ja, hier nochmal so eine kleine Einkaufsmeile. Darf mich halt jetzt nicht verlaufen. Wichtig. Oh, hier, das ist nochmal ein Mitarbeitergebäude, glaube ich. Ja, das ist auch so ein Workshop, glaube ich. Staff Facilities. So. Hier geht's. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Aber das sind alles so kleine Details hier, ne? Da steckt überall Arbeit drin. Oh, schon cool. Hier schon wieder ein anderes Toilettenhaus. Dann geht es hier wieder ein bisschen hoch. Und hier ist dann das nächste Gehege. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Tigergehege. Wahrscheinlich sibirischer Tiger. Ah, das ist sogar gerade einer. Sieht auch cool hier aus mit dem Schilf, mit den Pflanzen, mit dem Gewässer hier. Was haben wir denn hier? Ah ne, der Königstiger. Nevermind. Bei denen komme ich auch immer durcheinander. Ah, tolles Tier, ne? Boah, FPS sagen hallo. Ne, aber schöne Klippenarbeit hier. Hier vorne auch mit diesen Blumen toll gearbeitet. Dann geht's hier hoch. Da ist dann so ein Tempel. Beziehungsweise so eine Tempelruine. Hier liegen auch noch so kaputte Sachen. Sieht schon schön aus, ne? Und hier können die dann schlafen gehen da drin, die Tiger.
Können die sogar hier hoch? Ich weiß es nicht. Könnte sein, ich weiß es nicht. Sieht aber schon schön aus. Gesamtbild. Auch hier schöne Felsen. Oh. So, und dann geht's hier schon zurück. Genau. Hier führt dann der Weg zurück. Hier ist dann wieder dieser Afrika-Bereich, wo wir vorhin waren. Und ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich hoffe, ich habe alles abgehakt. Also Afrika haben wir gerade gemacht. Dann hier Asien haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben wirklich alles abgehakt. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Das Problem ist, ich habe es jetzt auch zweimal besichtigt. Ich weiß jetzt nicht, was ich in der zweiten Besichtigung jetzt schon gezeigt habe und was nicht. Aber ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen. Ich denke aber natürlich dran, ich bin ja heute nicht vergesslich, das Ganze bei Nacht nochmal anzugucken. Meine Freunde, schauen wir doch mal. Also den Bereich hatten wir ja, glaube ich, vorhin schon angeguckt. Sieht schon schön aus, ne? Oh, ist das schön. Sehr toll beleuchtet, auch diese verschiedenen Farben. Ich mag das auch, wenn die Bäume beleuchtet sind. Oh, der Afrika-Bereich ist auch so toll beleuchtet. Boah, sieht das cool aus. Man sieht einfach, wie viel Liebe du in diesen Zoo gesteckt hast. Auch hier das, die Steine und Felsen und der Baum im Hintergrund. Boah, das sieht schon cool aus. Das ist echt nice beleuchtet. Guck mal, selbst hier ist beleuchtet. Ach toll. Wir gehen mal zu so den Hauptspots, wo beleuchtet ist. Gut, das sind jetzt hier nur so Läden, die beleuchtet sind. Oh, hier Asien will ich nochmal gucken. Asien gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. Oh, das ist sogar hier beleuchtet. Boah, das sieht cool aus. Diese roten Lichter und dann geht's hier rein. Welcome to Asia. Ah, da fühlt man sich schon wohl, ne? Und guck mal, diese ganzen Scheiben da im Hintergrund. Alle beleuchtet. Das sieht nicht awesome aus. Und auch hier diese Bäume. Ich finde das so cool, wenn diese Bäume so leuchten. Oh. Sieht schon toll aus. Auch wenn es gerade irgendwie heller wird, warum auch immer. Keine Ahnung. Ne, sieht schon nice aus, oder? Auch hier hinten das Wasser und die Palmen. Richtig, richtig cooler Zoo. Gehen wir wieder zurück. Und dann würde ich sagen, Leute, das war die zweite Besichtigung von Janas Zootopia. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.